Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Wir sterben viel und dafür nicht wenig. Und zum Mittelerde Schatten des Krieges. So, der ist hier umgeben von Jägern. Aber sonst. Wollte ich gerade sagen, ist hier niemand in der Nähe? Die sind draußen. Ich weiß nicht, ob das Tor zu ist. Ich hoffe es ja. Hier sind noch zwei Karagor. So, und der Kollege ist anfällig. Gott. Der hat Angst vor Hinrichtungen, okay. Und Fernkampf, Hinrichtung und Schleichangriffe. Das heißt, ihm könnten wir jetzt rein theoretisch erstmal einen Hammer ins Gesicht schlagen. Habe ich nicht gerade irgendwo ein Spinnennest gesehen? Da. Wenn es nach mir ginge, würde ich bloß nachts rausgehen. Verfluchte Sonne. Wir können es ja mal versuchen. Kommen da jetzt Spinnen? Ja. Oh, die haben, glaube ich, keine Chance gegen die Karagor. Ne, nicht mal annähernd. Nicht einen Damage haben die gemacht. Okay, Schaden durch Fernkampfangriffe, ne? Kannst du mal abhauen da? Dunkelheit hier, Dunkelheit da. Ich mach. Das war nicht viel. Ich versteck mich mal. Kommt hier einer hoch? Nee, ne? Er kommt hoch. Weil dann haben wir kaum Schaden gemacht. Wieso hat er eigentlich einen extra Lebensbalken? Immer von Tod und Morden zu reden, ist ermüdend. Klar. Ich lieber über Folter und Grog reden. Das war nix. Ich versuche das mal ein bisschen intelligent zu machen, dass wir nicht instant draufgehen. So, der Cargo ist ja schon mal halb weg. Ich glaube aber, mehr Gegner als die hier sind das nicht, oder? Ich würde ihm ja zugehen mit dem Fernkampfangriff irgendwie von hinten rum. Ich kann rein theoretisch, glaube ich, auch hinten rum, wenn ich hinten rum gehe. Zum Glück gab der Grubenhüter mir einen vernünftigen Namen. Huga Kuga. Ich kann das ja mal unauffällig versuchen, mich da irgendwo hochzupirschen. Die will ich noch haben. Dann gehen wir mal nach oben. Die Festung ist stärker als je zuvor. Attackieren Sie nicht, verstärken Sie. Okay, wir kommen nicht darüber. Und wir kommen. Wenn wir weiter hochgehen? Ah, okay. Naja, ist alles gut. Scheiße, jetzt hat er wieder neue Energie bekommen, ne? Das war nicht so schlau. Ich weiß halt nicht, ob das hier hoch genug ist. Ich muss ihn leider frontal angreifen. Ich will aber nicht den da schleich töten, ich will den anderen da schleich töten. Hallo? Nach oben! Kann ich anscheinend nicht. Das ist toll. Hast du je von einem Pfeil getroffen? Jetzt. So, ich versuche mal eben auf die andere Seite hier zu kommen. Hallo, jetzt geh doch mal darüber, Alter. So ist gut.
Nein. Gut. Ich hab dich zum letzten Mal irgendwas gefragt. Sag mal, wollen die mich verarschen? Wie lange bist du schon hier stationiert? Ich kann ihn nicht auswählen. Zu Tode gelangweilt zu sein. Dann sind wir ungefähr gleich. Kann ihn nicht auswählen. Was bringt es mir denn, dass der anfällig für Schleichtötung ist, wenn ich den nicht auswählen kann? Dann terrorisieren wir halt. Der Mann ist mein Gegner. Die Dunkelheit verschlingt. Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Das sehen wir noch. Zeigt mir, was ihr könnt. So, der ist anfällig für Hinrichtung auf jeden Fall. Und benommen jetzt. Ja, wie lange ist der genommen? So. Dann verhören wir den mal. Deine Bemühungen sind nicht unbemerkt geblieben, Waldläufer. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Doch bald wirst du geprüft werden. Hey. War jetzt nicht so schwer, wie ich erwartet habe, dafür, dass der Typ legendär war. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Talion, grausamer Rächer, blutdürstiger Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Der ist aber nicht ganz dicht. Ach, gut, wir sind noch da. Sehr gut, ein Fähigkeitenpunkt, Ausrüstung mal 10 Geld. Und hat er gleich eingesammelt. Mantel der Finsternis ist auch was Legendäres. Oh, der ist sogar mal. Oh, guck mal, der ist sogar mal besser. Wow, rekrutiere einen Ork. Ja, erhöht den Giftschaden bei Feinden und 50 Prämie Schaden von verbündeten Bestien. Erhalte ein Macht, wenn ein Feind durch dein Gift Schaden nimmt. Alle Angriffe haben eine Chance von 50% explodierendes Gift. Bla bla bla. Zack. Ausgerüstet. Ist aber auch wieder ein anderes Set, ne? Ja. Huch, da wollte ich hin. Ja, das ist jetzt das. Keine Ahnung. Wild? Achso, hier. Dunkel. Ach, okay. So, wie sieht denn das aus mit den Edelsteinen hier? Davon haben wir ein. Ein Kraft, ein Vitalität und ein Wohlstand im normalen. Ja, können wir nichts mitmachen. Ne, können wir nichts mitmachen. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Wieso ist denn der da entsetzt? Oh. Ein Drache.
Der ist entsetzt. Wo will er hin? Wieso ist denn hier jetzt ein Drache? Finde ich nicht so gut. Ich verteile mal eben kurz Fähigkeit. Punkt. So, was haben wir denn jetzt hier? Brutale Aggression. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet. Die Umstände, die umstehende Feinde panisch in die Flucht treiben. Doppelt so viel Macht wäre ja auch nicht so verkehrt. Was haben wir hier jetzt freigeschaltet? Raserei. Bei Bodenhinrichtungen kannst du durch wiederholtes Antippen von Viereck einen Klingennagel auf den Feind loslassen, bevor du ihn erledigst und mit jedem Treffer Macht gewinnen. Klingt interessant. Geisterschild. Der Geist kann feindliche Angriffe mit kontern, während du... Oh, das ist gut. Drücke um zur Aufzehrung von niedergeschlagenen Feinden. Das wäre auch sinnvoll. Was tun? Beherrschung können wir immer noch nicht machen mit den Dingern. Okay, also hiervon würde ich jetzt noch nichts leveln. Das ist Stufe 16, das dauert noch. Das ist 23, das dauert auch noch. Ich würde, wie gesagt, erstmal die Grundlagen machen. Also brutale Aggression ist schon ganz geil. Mit so doppelt. Also zweimal Macht. Vergeltung, stimme deine letzte Chance genau ab, um den Feind, der es auf dich abgesehen hat, sofort zu töten. Das werde ich sowas von überhaupt nicht, niemals schaffen, in diesem grauen Kreis zu agieren. Überhaupt nicht. Aber brutale Aggression klingt ja schon mal gut. Ansonsten Geisterkette wäre ja auch noch festnageln, noch nicht so. Reiter und Geister haben bisher noch gar nichts gemacht. Ja, na gut, das mit den Dolchen erachte ich als bisher unnötig. Das Elbenlicht ist halt okay, aber auch nicht zwangsläufig notwendig. Das Einfrieren wäre halt gut. Und das kostet Macht, also eine Kampfverzierung. Kann man machen. Das hier wäre halt noch gut. Automatisch Beute ansammeln, da müssen wir nicht jedes Mal uns da hinstellen. Hier ist noch irgendwas. Schürfer, bessere Chance von besiegten feinen Juwelen höherer Qualität zu erhalten. Wie stumpf war das denn? Guck mal, er geht da hin, er brüllt ihn an und er schießt ihm Pfeil in die Brust, erfüllt um und ist tot. Toll. Großartig, einfach toll. So, ich bin tatsächlich dafür, aktuell auf brutale Aggression zu gehen, einfach um doppelt Macht zu haben. Finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass... Ja, komm, wir machen das auch. Zweimal Macht ist besser als einmal Macht. So, alles tutti. So, und jetzt ist die Frage, wohin werden wir uns jetzt verdünnisieren? Ah, okay, der nächste Auftrag wäre in Minas Ithil. Ich würde sagen, dann flattern wir da mal eben hin. Rauszoomen. Nach Minas Ithil wollten wir sowieso endlich mal wieder. Schnellreise. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Bitte was? Bitte was? Nee, das will ich jetzt noch nicht so. Hier, da will ich hin. Schnellreise. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt nicht instant los. Das wäre nämlich doof. Also ich würde gerne erst noch ein bisschen... Jetzt wirklich mal so langsam so ein bisschen Ausrüstung sammeln. Jetzt haben wir zwei Häuptlinge alle gemacht. Und solange wir nicht sterben, rutschen die auch nicht nach. Ich glaube aber, wenn wir den Hexenkönig alle gemacht haben, könnten wir zu Akt 2 kommen und dann können wir endlich unsere Armeen einsetzen. Karsch, der Abscheuliche ist entkommen. Das ist mir doch egal. Interessiert mich doch gar nicht. So, wir haben nämlich hier, haben wir jetzt schon mal wieder eine Erinnerung. Die holen wir uns jetzt mal. Da müssen wir hier rein. Ich habe keine Ahnung, wo diese Höhle hier herkommt, aber sie ist halt da. Und dann machen wir die, haben wir das gleich schon mal. Merken. Ich fragte ihn direkt. Wenn du meine Gestalt erblickst, was siehst du? Ein Scheusal? Eine Verführerin? Er antwortete nicht.
Blicke tiefer, sagte ich. Denn ich bin nicht die Masken, die ich trage. Das sind immer nur so kleine Fetzen, Alter. Das lohnt sich gar nicht. Gut, plus das gibt... Nicht die Masken, die sie trägt. Denke daran, Talion. Wo bin ich? Gibt's hier noch was? Nee. Ach, guck mal, hier ist eine Alpha-Wand. Schön. Gut. Die Maske. Ich bin nicht die Masken, die sie trägt. Was ist das denn hier für ein Leuchtknubbel, ey? Keine Ahnung. So, wer ist er? Unbekannter Hauptmann. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Wir können mal schnell gucken. Ein bisschen was haben wir hier, glaube ich, auf dem Zettel. Oh ja, hier, oha, hier brauchen wir sehr viel Information. Dann können wir uns ja mal so einen kleinen, schwächlichen Hauptmann raussuchen, der irgendwie so unter Level 10 ist. Und dem mal einfach mal eine Todesdrohung zugutekommen lassen. Der ist 10, der ist unbekannt. Hier, der zum Beispiel. Nasu, der Torwächter, Maschinenstammkommandant, der ist Stufe 7. Könnte man mal machen. Wächter der Zitadelle, Wächter der Tore. Dann müsste er der Verräter sein, ne? Wenn er Wächter der Tore ist, hieß halt Tor des Verräters. Wächter des Turms, Wächter der Stadt und Herrscher von Minas Ithil. Ich wollte eigentlich auf die Karte. Jetzt sammeln wir aber erstmal, würde ich sagen, unauffällig hier. Verlorenes Artefakt. Das wird jetzt ein bisschen, und zwischendurch werden wir wahrscheinlich ein bisschen ein paar Hauptmänner meucheln. Wir werden es zumindest versuchen. Informationen werden wir uns auf alle Fälle sammeln. Für diese Zeit. Könnte ich da eigentlich schnell hinreisen? Aus irgendeinem Grund ist hier auch ein Lager, das ich irgendwie nicht einnehmen kann, habe ich das Gefühl. Nee, da ist kein Schnellreisepunkt. Ach. Moog. Ach, über den haben wir noch gar keine Infos. Ich muss mal ganz kurz, mein Ohr juckt. Moment. Muss mal eben mein Headset abnehmen. Das Ohr juckt übrigens von innen. Der ist immun gegen Hinrichtung. Ja, das ist ja schon mal wieder großartig. Er zürnt durch Flüche und durch Feiglinge. Aha. Na, ich bin weder verflucht noch bin ich ein Feigling. Er ist Zerstörer. Ach, wieder so ein Sprengstoff-Hoshi. Der ist aber auch nur Stufe 6, ne? Kriegstreiber Zusammenprall. Hält deine Waffe mit seinen Handschuhen an Ort und Stelle. An Ort und Stelle. Handle schnell, um dich zu befreien, sonst erleidest du zusätzlichen Schaden. Na, großartig. Und blockt alle frontalen Angriffe. Also, die müssen wir von hinten uns besorgen. Also, ihm müssen wir es von hinten besorgen. Der ist nur Stufe 6, rein theoretisch. Aber hier sind so viele. Die bösen Menschen, ja klar. Die sind lauter Schildträger, das ist ja ganz toll. Wir haben leider aktuell gar keine Infos über seine Schwächen. Da wäre es, glaube ich, töricht, ihn anzugreifen. Minas Ithil, du Affe. Mal gucken, wie viele Eieren hier jetzt rum, ey. Nicht wenige. Der Tag muss sterben. Ich hab genug von ihm. Ich vermute mal, der Tag bin ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ich dachte, ich kann Macht jetzt zweimal aufladen. Wieso ist denn da nur ein Balken? Ich weiß, dass ich was... Hallo? Menschen abschauen! Ich wusste, ich würde dich finden. Willst du mich verarschen? Ich und diese Narbe haben schon lange darauf gewartet. Dein Ernst? Das hast du gespürt. Alter, ernsthaft? Jetzt ist er schon wieder da. Und Alarm. Na. Muss mal ganz kurz weg. Ich bin nämlich ein bisschen zu viel Tamtam hier. Weit
Mitläufer! Was meinst du, Kumpel? Ja, natürlich. Du, ich, etwas Schwarzwolver. Ja, gerade nicht so. Sehen, was passiert. Ist gerade ungünstig. Ist gerade sehr ungünstig. Vor allem war da hinten war noch ein Oger. Dummdi-dummdi-dummdi-dumm. Hallo. Moin. Vernichte dich, hasse Tags. Ach du Scheiße. Pinsle für mich. Explodier für mich. Ups. Umzingelt ihn! Ich muss noch mal kurz weg. Das war nicht so gut. Uns alle schaffst du nicht. Nee, ich weiß, deswegen hau ich gerade ab. Moin. Muss ich mal kurz auffressen. Ich sehe nichts. Egal was hier rumschleicht, ich hoffe es schmeckt gut. Das hat nicht so gut geklappt. Meine ganze Gefolgschaft ist unterwegs. Tod den Tag! Ja, ja, er ist entkommen. Das ist korrekt. Alter, wie viele? Und gleich noch ein Oger, weißt du? Das wollen wir alle. Nein, immun gegen Hinrichtung, nicht gut. Ich sehe nichts. Auf in den Kampf, Jungs. Hallo? Jetzt kommt der Ogre hier hoch, der leckt mich fett. Ich muss mal eben kurz in Deckung gehen. Zack. Jetzt ist der eine. Siehst du, sowas hasse ich hier. Weil jetzt ist der Trollo wieder hergekommen. Der Stufe 18er Hayopai da hinten. Mega nervig. Ich hole mir den mal eben. Alter. Ich wurde im Tiegel eines Feuers geboren, das du entfacht hast. Und ich bin wieder auferstanden als die Flamme. Natürlich. Nicht die Flamme der Erkenntnis, nicht die Flamme der Wahrheit. Oh nein, ich bin die Flamme des Krieges. Das ist schön für euch. Bist du bereit für unsere Klingen? Mach! Zeit, dass wir die Chaos bluten lassen.
Achtung, ich müsste mal jemanden aufzehren. Ach, scheiße, der war immun gegen Hinrichtung. Ich erinnere mich. Ciao. Die Flammen müssen tanzen. Los, richt ihn hin. Nein. Alter. Das war mega knapp. Bastarde, ne? Bin ich da? So, zeig mal ein. Du kommst nicht an mir vorbei. Den da. Knapp mit dir. Unter seinen Kopf. Ach, diese scheiß Betäubung immer. Wenn du nicht. Ach, jetzt hör mal auf, Junge. Das ist jetzt der vierte. Willst du mich verarschen? Dann hört es auf. Friss Schrack und stirb, Bleichhaut! Nee, du stirbst. Ich hoffe endgültig. Aua! Oh, wer schmeißt denn hier mit Pfeilen? Oh, so eine Scheiße. Ach, dieser eine Spacken da, ne? Dieser Jägerklaus. Guck mal, wie viele hier rumrennen, Alter. Wie viele Hauptmänner. Die wollen doch alle verarschen. Da ist fast der nächste schon weg. Das klappt. Ja, das hat geklappt. Hallo, Kamera. Boah. Ich sehe den Waldläufer. Na, ich nicht. Führt ihn auf. Ich brauche mal ein Opfer. Dass ich verzieren kann. Also ich muss mal gerade ganz schnell gucken. Ich habe hier jetzt ja ein paar am Sack. Aber von denen werden wahrscheinlich die Schwächen nicht so wirklich bekannt sein. So, er hier. Oh doch. Leichtes Ziel und für Schleichen. Benommen durch Schleichen. Schaden durch Hinrichtung. Und ich glaube er hier, ne? Auch Hinrichtung, Morgai Gift und auch Schleichen. Warte, ich muss mir aber erstmal einsammeln hier. Ich finde, was auch immer hier
Niemand versteht dich wie ich. Sie schreien und schreien, wenn sie sich nähern. Aber sie erkennen deine Schönheit nicht. Brauch Energie. Egal. Alter. War wieder mega knapp. Die Armee ist auch noch da. Nein, das war nicht gut. Den will ich haben. Ach. Stirb. Mich auslöschen. Na los, versuch's doch. Mach ich gerne. Du wirst verschlungen von den Flammen meiner Vergeltung. Ach, halt's Maul. Genau. Kannst mal unbefällig zur Hölle fahren. Ich würde gerne herbeirufen, aber ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht herbeirufen. Ich möchte gerne jemanden aufzehren. Das wäre mein Jumbo-Plaisir. Brennt alles und jeder. Ist mir doch egal, ob der jetzt erzürnt ist. Einfach keine Chance. Alter. So, wollen wir alles einsammeln? Na na. Alter, jetzt stirb doch mal, Junge. Ruhe. Wir wollen nur die Sachen haben. Alter Schwede, ey. Ja, Mensch, da haben wir mal kurz einen Hauptmann-Gemetzel gemacht. So, wer ist denn jetzt alles umgefallen? Alter. Das war... Guck mal, hier liegen sie alle. Wir haben legendärische und epische alle gemacht und ein paar normale. Ich habe keine Ahnung, wann ich den hier alle gemacht habe. Prack. Muss mir irgendwie entgangen sein oder war ich vielleicht gar nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Boah, was ein Gemetzel, Freunde. Aber ja, dadurch sind wir wieder ein bisschen drüber. So, in der nächsten Folge gucken wir uns dann die Ausrüstung an, würde ich sagen. Und dann von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.